So, Dele, willkommen zurück zu Shadowrun, Shadowrun Dragonfall. Wir sind hier, also ich kann mich nicht so richtig erinnern, wo wir sind, weil es so ein gutes halbes Jahr her, seit ich letztes Mal gespielt habe. Spielt es mir ein bisschen dunkel aus, aber glaube ich war immer so. Seit dem letzten Mal, ich glaube, ich habe auch schon alles geblutet. Seit dem letzten Mal ist die Streamqualität minimal gestiegen, die Qualität der Aufnahme eher nicht. Besonders die ist nicht weiter gesunken. Weil. Hat sich ja nichts geändert. Wie habe ich diese Wand hier aufgekriegt? Ich habe hier nichts mehr ändern, außer dass ich hier in dieser Bude, dass ich glaube ich noch bei Weitem noch gar nicht da bin, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte laut Beschreibung im Ladescreen wollte ich zu irgendeiner KI in irgendeiner verlassenen Zähler-Krupp-Anlage laufen. Das Problem ist bloß, das ist noch ja nicht alles passiert, weil ich bin nämlich gerade in irgendeinem Gebäude davor, wo ich irgendwelche Amulette sammeln muss, damit irgendein Typ mir irgendeinen Durchgangscode gibt oder irgendwie so. Aber I pitched Quickie Voice Tricks aus dem Intercom. Geh weg. Ich werde euch Gäste hier nicht reinlassen. Ihr könnt mir hinter der Tür nicht wehtun. Achso, na gut. Ich glaube, mit dem Hintergrund habe ich noch nicht geredet. Ich bin kein Geist. Was redest du? Das ist genau, was ein Geist sagen wollte. Und ich sehe das genau hier. Ich würde meine Augen essen. Wirst direkt aus meinem Schädel ziehen. Ich habe es passieren sehen. Du hörst ein plötzliches Einlaufen von Atem und dann das, und dann wird die Stimme zu einem schrillen Schreien. Geh weg von hier! Wenn ich begeistert wäre, würde ich das Intercom benutzen. Die Stimme wird ruhiger und senkt sich in der Tonhöhe. Ich glaube, ich habe auch nie von dem Geist gehört, der, Intercom, wie übersetzt man Intercom? Gegensprechanlage. Die Gegensprechanlage, das ist ein guter Punkt. Also bist du hier, um mich zu retten? Second Sorg, I'm actually a spirit. Boo! Ich bin hier, um dich zu retten. Lass mich rein. Ja, gibt's eine lange Pause. Na gut, dann werde ich euch reinlassen. Aber alles cool, ja? Also, ich meine, keine lustige Sachen machen. Du hast ein großes Rumschaufel draußen vor der Tür und am Ende öffnet sich die Tür. Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Jo. Wer ist er? Kommunist? Top Buddha hat er hier. Sind das Pflanzen, die hier wachsen? Nee. Seine Amphibien, das sind Seite zu Stash, ja. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Cram. Mal sehen, was er zu sagen hat. Der Mann, der auf der anderen Seite der Tür wartet, hat wilde Augen und ziemlich zerknirscht aus. Er sieht aus, als hätte er für Wochen nicht gegessen. Der ist fast kein Fleisch mehr auf seinen Knochen. Sein Bart ist lang und verworren und sein Filz. Seine Jacke ist voller verschmiert. Er springt fast aus der Haut, als er dich sieht. Ach schön. Wer bist du? Bist du Teil der Kommunion? Willst du mich zurücknehmen? Bitte, nicht! Ich will nicht zurückgehen! Er spuckt aus und dann krallt die Luft vor ihm, als würde er einen unsichtbaren Angreifer bekämpfen, während seine Augen dich anstarren. Es ist nicht sicher! Die Geister! Es ist nicht sicher! Du bist einer Kultisten vom Hub, nicht? Ich bin nichts. Nur die Kommunion bleibt. Und nur die Kommunion zählt. Seine Augen rollen seinen Schädeln und ein dünner Schaum von Speicher läuft sein. Was, die Ecken von seinem Schädel runter? Was? Der Hub! Ja, es ist die Quelle! Quelle! Ich glaube, Font heißt in diesem Fall die Schriftart, sondern irgendwas anderes. Ich habe vergessen, was die alternative Bedeutung von Font ist. Font of Mythics. Ich glaube, die Fontäne soll es heißen. Ich glaube, das ist eine Kurzform von Fontäne. Aber ich werde es nie rausfinden, wenn ich hier nicht einfach mal kurz übersetze. Font. Font ist eine Schriftart, ja, danke. Das ist sehr nützlich, Google Translate. Was noch? Das Taufbecken, der Brunnen. Ah, und die Fontäne, ja gut. Der Fund ist die Heimat. Es ist, es ruft. Ich muss antworten. Haut sich die Hände zusammen und fängt an zu beten. Ich muss zurückkehren. Ich muss ihn wieder zuführen. Es ist nicht sicher. Das erzählen wir mehr von der Kommunion. Die Kommunion ist alle unser. Es ist das Zusammensein, das Beitreten. Das ist etwas, was man nimmt. Es muss genommen werden. Und es wird so viel zurückgegeben. Kriegst so viel, wenn du nur so wenig gibst. Das ist ja schön. Wir sind so gemeinsam in der Kommunion. Das macht uns stark. Es füttert uns, es ernährt uns. Und wir gehören dazu. Und es gehört zu uns. Er schüttelt seinen Kopf hinterher.
Nichts darf uns trennen. Wie passt Parson hier rein? Bruder Parson bringt uns die Kommunion. Er spricht für uns und er spricht du ihn. Er führt uns und durch ihn werden wir geführt. Du musst mit Bruder Parson sprechen. Er wird machen, dass du es verstehst. Und der wird dafür sorgen, dass du zuhörst. Durch ihn wird sich die Kommunion ausbreiten und stark werden. Na, großartig. Ja, du sprichst für die Kommunion, als wäre sie am Leben. Die Kommunion spricht, wir müssen zuhören. Also, es klingt so wie irgendwie etwas, was vielleicht eine nicht-menschliche Intelligenz? Der Geruch spielt keine Rolle. Ohne die Kommunion zählt nichts. Ich muss hier wieder zurückgehen. Es ist. Macht, dass ich sie wieder höre. Ja, das sind keine Geister mehr da. Du kannst ja viel Spaß dabei. Ich kann zurückkehren? Er lächelt ein wahnsinniges Lächeln. Ich muss jetzt gehen. Ja, die Kommunion erwartet mich. Zeig ihn, rennt los. Seht ihr, so klug war? Naja, gut. Ach, hier sind noch mehr von den Typen. Ach, Göttchen. War das die letzte? Was ist denn da? Nein, Raum, da hätte ich gar nicht erkundet. Ich kam noch von daher, da waren noch die Dinge. Also ich kann mich dunkel erinnern. Ach, hier ist jetzt so ein. Was zur Hölle ist dies? Ich müsste übrigens mal ein Medipack benutzen, fällt mir gerade so auf. Ein freier Geist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich in diesem Raum hier stehen möchte. Ich glaube, wir kriegen das tot, ohne hier irgendwie großartig in Bedrohung zu geraten. Präzisionsschuss. Na, shit. Der Kampf ist anscheinend noch nicht vor Ende. Oh, vielleicht doch, wer weiß. Da sind noch mehr Geister. Also, ich hätte lieber mal die Drohne aktivieren sollen, so wie es aussieht. Kann ich doch mal kurz auf Overwatch gehen, oder? Ich hab's geahnt! Die arme Drohne. Okay, das Ding hier trotzdem wieder treffen? Was, ist das immun? War gegen den Schaden? Jetzt können wir auch nur in den anderen Raum, den wir vorher waren, oder? Das Ding ist Glory, kann ja gar nichts machen, wenn die hier so wieder rumsteht. Warte mal, was ist das denn hier? Flaschenwerfer, das ist okay. Warte mal, ich könnte euch über die Drohne anmachen, oder? Ach, das wäre ein. Es gab in Shadowrun gar keine Runden. Es gab in Shadowrun keine Runden, sondern man konnte das eigentlich beliebig machen. Bin ich echt schon zu nah dran, ne? Wirklich jetzt? Er kann nicht treffen? Weiß nicht, ob das jetzt so klug ist, da so nah ranzugehen. Hallo Steffen, hallo Björn. Brock. 65% Chance. Und ja, das ist das erste. Was ist das denn hier? Taser? Das AP Damage. Ja, ist aber null Trefferrate hier. Das wird ja wieder nix. Class A Drone. Das kostet 2 Punkte. Mist. Die Drohne hat natürlich nur 2 Punkte. Aua! Heilen wir erstmal Glory. Müsste ich den für sich schaden. Genau. So, dass ich vorbei ist der Kampf aber auch noch nicht. Glaube ich. Ja, ich glaube, ich gehe erstmal in diverse Deckung. Ja, scheiße. Decke natürlich direkt das nächste Vieh. Anders würde das machen. So. Noch ein freier Geist. Line of Sight blockt. Mist. Ich beende mal den Zug.
Aua! Die Viecher machen halt den ganzen Tag nichts anderes, als hier einfach reinzuballern. Was soll denn das? Ich kann für 2 HP bis in den Raum reinlaufen? Ich kann für 3 HP komplett reinlaufen, aber dann stehe ich, glaube ich, richtig offen. Das ist halt irgendwie ein bisschen dumm. Das machen wir nicht. Ach, das ist ja noch so ein Scheißgeist. Oh. Jetzt ein paar AOEs haben, das wert. Hail of Bullets trifft halt auch nicht so richtig. Ja, 50. Ist nicht gerade der beste Zug von mir. Er trifft halt gar nichts. War jetzt nicht mein großartiges Zug. 30% Chance. Ist das der einzige, den sie treffen können? Ich habe irgendwie gerade auf einen Crit gehofft. Ein Headshot bei einer. Bei einem schwebenden Geist, ne, großartig. Oh. Ja, wie er halt nicht stirbt. Ja, Max, dann ist jetzt alles, ich kann Max ja für richtig weit vorfliegen. Max, komm, du schaffst das. Was andere Vieh ist Nahkampf? Aua. Oh oh. Hatte ich nicht irgendwie noch ein gutes, Advanced Medkit? Advanced Medkit. Warum heilt mich das nicht? Ach nee, ich habe das andere Ding benutzt. Na gut, dafür habe ich jetzt 4 mehr AP, das ist auch nicht schlecht. Medcover intervening, ne, denn. So, das hieß auf jeden Fall schon mal tot. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass das Nahkampfvieh macht, wenn es dann irgendwann mal rankommt. Achso, ich muss. Muss ich dafür nicht mindestens 2 Ziele auswählen oder so? Oh, ein Flankierungsangriff, wunderschön. Yes. Yes. Trifft das für 66% Chance. Laden wir erstmal nach. So, bis gibt es in dem Spiel keine Munition. So, warte mal, ich hab. Ich hab gerade welche Fragen, ich bin gerade voll konzentriert hier auf das. Oh Mann. Ist besser, als wenn ich auf einen halben Meter ranlaufe. So, was ist hier, was mit Spread? Ernsthaft? Ich treffe auch mal mit einer Schrotflinte aus einem halben Meter Entfernung, nicht? Wie es halt nicht reicht. Was, 17 Minuten da, laut Twitch. Aua. Na scheiße. Sieht hier nicht gut aus für meine Gang. Ihr habt aber gar nicht so viel verpasst. Ich habe die ersten 10 Minuten da verbracht, mit den Einstellungen rumzuwuseln. Es gab da diverse kleine technische Probleme. Na, ich kann auf keinen Fall nie beide treffen. Aber dann machen wir hier mit der Magie. Ich habe ja 2 Powerbolts. Ich hätte den anderen vielleicht mal ausprobieren sollen. Ja gut, das. Ich glaube, ist das jetzt dein Ernst? Boah, ich hätte einfach in den Nahkampf gehen sollen. Das gibt's doch nicht. Die eine Kugel. Das reicht nicht? Jetzt. So, ich glaube, jetzt gehen wir hier keine Risiken ein, sondern rennen mal bis ran. Es ist beeindruckend, wie wenig Schaden der Scheiß macht, ne? Ja, da kann ich genauso gut mit für 1 HP ranfahren und hoffen. Ach, das ist. Yay, Clear Spirits aus. Oh, die Spirits, ja, ja. Wegen Team gestern, was waren die gestern? Haben wir verloren? Achso, nee. Stimmt, ja. Ich war gestern recht müde. Ich hoffe, das hat keiner gemerkt. Jetzt haben wir das Apartment Layer. Dafür ist mit die Hälfte mein Team schon halt tot, bevor die Mission überhaupt richtig angefangen hat. Ich habe hier so ein rotes. So ein rotes Dreieck. Was soll denn das? Kann das bitte weggehen? Das war also das Apartment, was ich für den Geistern räumen soll. Das ist ja schön, aber. Mich nervt übrigens ein bisschen, dass ich mein Team nicht außerhalb des Kampfes heilen kann. Das ist ein bisschen doof eigentlich. Viele, viele Bäume, was?
Ach so, so musstest du. Ich dachte, der Baum ist auf deinen Balkon gefallen. Ah, wir haben Gesellschaft. Oh Mann. Warum gibt's eigentlich nur da hinten Leylands? Ich finde das ziemlich dreist. Warte mal, das macht 16 Schaden. Das hier macht 30 Schaden, wenn es trifft. Ernsthaft? Ist besser. So, Eiger und die Schrotflinte bitte mal kurz hier. Kann ich hier so einen Kienschuss hier noch laden? Oder? So. Das haben wir. So, dann gehen wir hier mal in Overwatch. Ja, am besten auch. Aber ich kann ja so noch die Drohne noch anmachen. Warte mal, die Drohne ist noch nicht an. Die Drohne, doch, die Drohne kann auch Overwatch, ist ja der Wahnsinn. Da. Und du machst auch Overwatch. Achso, okay, wir machen einfach gar nichts. Aber nutze ich doch mal kurz den guten Zug. Kann ich meine Leute. Ach nee, für den letzten Time kann ich sie nicht heilen. Na gut, dann müsste ich trotzdem mal. So, bis dahin rennen. Da sitzt doch Glowy direkt an dem. Glowy kann doch hier einfach mal so ein. So ein Meat-Kit benutzen, um das Team hier wieder von 5. Hat sie sich gerade selber gehalten? Nein. So, es ist, steht zumindest mein Team mal wieder gut da. Nee, das ist jetzt eigentlich hier. Das Powerbolt, warum nehme ich denn nicht den größeren Powerbolt? Der ist eigentlich viel besser. Na gut, dann machen wir hier mal mehr Overwatch. Zumindest nicht, bis das komplette Team hier nicht aufgestellt ist. Ein Fehler jetzt, oder? Hm. Ich bin ja nicht süd, dass ich jetzt hier das ganze Team auf Overwatch gestellt habe. Okay. Ach. Wer ist er denn? Ich glaube, ich hätte die Gang besser nachziehen können. Auf jeden Fall gibt es hier Potenzial für AOE. Wie viel Schaden macht das hier? 15, das hier macht 20. Ein guter Hit. Ich glaube, ansonsten wäre ich hier durchaus mal die Gang hier so rum. Dann habe ich gar keine Granaten mehr mit. Was ist denn Zeit geworden, wo ich Granaten mehr rumgetragen habe? Das ist ein Healer. Ah, der muss. Hä? Wäre gut, wenn wir die Healer tot kriegen, bevor wieder reinkommt. Aber wie, glaube ich, geht mir langsam die Decken aus. Könnte er erstmal mit der Drohne schießen. Vielleicht trifft die ja was. Jawohl. So, gut, dann muss ich mir hier nicht mit so einem fürchterlichen Risiken eingehen. Ich kann mit Blitz nämlich einfach nach vorne laufen. Diese Decken stellen. Ach, Glory gibt es ja auch noch. Das ist halt ein Mage und das ist auch ein Healer. Na gut. Hab schon mal mehr Schaden gesehen. Ja, der Steady Shot, der müsste ja. Dann machen wir es einfach. Autsch. Finde ich auch gut, wenn sie sich alle heilen. Also. Schaden machen kann ich immer noch mehr. Also, wir sind die Burschen ja schon mal Gimun. Das ist ich nehme gar keinen Schaden hier. Hm, was macht das Ding hier noch? Single Fire Round. Jawohl. Hier getroffen. So, Blitz müsste doch hier eigentlich. Wie ist der Typ eigentlich richtig? Ich nenne ihn mal Blitz, der heißt so wie anders. Oder? Doch, der heißt wirklich Blitz. Oh, ist ein Ernst. 70% Hitchance ist eigentlich ziemlich gut. Was sind das ja eigentlich noch? Tagesfeuer-Element that open fired both. Achso. Kostet leider auch doppelt Munition. Headshot. Ja, 60% ist halt echt wenig. Ach komm, versuchen wir's. Und wir rollen die Würfel und treffen dich. Also, jetzt muss ich die Waffe nachladen. Nee.
Das ist so doof. Bevor ich die Waffe nachher renne, nachlade, renne ich immer nach vorne mit der Schrotflinte in der Hand. Die Drohne? Die Drohne hat aber auch eine schlechte. Hat auch eine schlechte Trefferrate. Was ist er denn noch? Hey. Aua. Ach, das ist nur noch, ach, das ist nur noch ein lächerlicher Beschwörer. Oh, das war die Drohne. Ist der jetzt schon wieder beschworen? Aua. Okay, ja, first things first. Erstmal die 14 Schaden hier ein. Sonst komme ich hier. Sonst komme ich hier mit den Medipacks nicht hin. Ja, so. Können wir hier noch irgendwie sinnvoll was machen? Gibt hier echt wenig Deckung. Rennen wir nach vorne, aber die Statue scheint auch nicht so der Deckungshohe. Es hat doch keiner Granaten von meinen Leuten bei hier. Schön mit Glory ins offene Rennen. Ja, der hat ja. Meine Leute treffen auch einfach nicht so gut, habe ich das Gefühl. Na, jetzt trifft er mal. So ist es dir, meine Leute treffen nicht so gut. Bap, 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 hit, hit, hit. Warte, jetzt bin ich. Hatte ich mir beim letzten Mal auch mal so viel verklickt? Es ist eine verdammte Schrotflinte aus einem halben Meter Entfernung. Es muss doch möglich sein, mal die Leute zu treffen. Na gut, das wird hier wohl eher nix. Taser. LOL. Das ist ja geil. Naja, das, das verschafft mir natürlich ganz neue Möglichkeiten hier. Wacht er wieder auf, wenn ich ihn angreife? Nee. Okay. Also, er ist wirklich betäubt, betäubt. Das macht natürlich viele Dinge einfacher. Gut. Fuck, jetzt bin ich rausgetappt. Nee. Das passiert, weil ich... Ich habe ein neues Tool benutzt. Und zwar, ich habe ja jetzt zwei Laptops auf dem Tisch stehen. Schreibtisch ist es gar nicht wirklich. Und... Aber nur eine Maus. Und dieses Tool erlaubt es mir, zwischen der Maus... Also ich kann zwar, wenn ich auf dem linken Bildschirm auf dem einen Rechner rübergehe, kommt die Maus auf dem anderen Bildschirm raus. Und das funktioniert auch mit der Tastatur so halb. Nennt sich Mouse Without Borders. Ist total cool. Das ist halt für die Leute, die mehrere Rechner auf dem Tisch haben, aber halt irgendwie nur eine begrenzte Anzahl an Bildschirmen, beziehungsweise halt nur nicht so viel Peripherie rumliegen haben. Und das ist halt recht praktisch. Aber hat leider den Nachteil, wenn ich halt irgendwie zu doll in den, wenn ich zu doll in den Rand komme, dann geht halt die Maus über, und dem Moment, in dem die Maus rausgeht, tappt es leider raus. Gibt es hier nichts anderes als die Magnifique-Amulette, wie zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, so Mini-Packs wären halt immer gut. Fetisch. Will ich den wirklich haben? Creates a Shadow Zone, which cannot be targeted, nor target others. Oh. Conjuring 5, ja. Summons the Spirit. Force 5 Nature Elemental. Ja. Das, kann ich nicht. Und der 5-Schuss hat mich ja auch nur durchgebracht, oder? Ja. Na gut. Dann haben. Ja, Mann. Da hätten wir wahrscheinlich alles eingesammelt, was wir einsammeln wollen. Ach ja. Wie geht's euch eigentlich so, ihr beiden? Die Streamqualität ist übrigens minimal besser geworden sein als das letzte Mal, als ich hier von. Also als ich von hier vor einem halben Jahr gestreamt habe. Weil das Internet hier wurde von Anix J auf Anix L oder nee, M, keine Ahnung, wie die verschiedenen Anix-Dinges heißen. Das wurde auf jeden Fall umgestellt und das bedeutet, dass die 16.000 über doppelt so viel Upload hat wie vorher. So, wo will ich jetzt eigentlich hin? Second Floor? Ground Floor? Ich gehe zum Ground Floor. Ich weiß eigentlich nicht so richtig, wer mich hier beauftragt hat. Elevator? So, der appears to be offline. Achso, ja, das ist. Die Stunde, was gibt es? Was sagt mein Questlog zu dem ganzen Thema hier? Find way into the basement to access Epic's Kill Switch. Kill Ulrich. Ist das mit Ulrichs Pflicht? Ha, Mann.
Streamst du von zu Hause von deiner Freundin? Ich stream von meiner Freundin aus. Sonst hätte ich auch eine Facecam. Müsste ich vor allem dieses ganze komplizierte Zwei-Rechner-Gedudel hier nicht machen. Parsen? Also, fragen wir mal Parsen. Parsen war doch der Partner, oder nicht? Also, Parsen. Okay. Eigentlich kann sich jeder Parsen nennen. Kannst du mir mal was über das Gebäude erzählen? Das war alles, ja. Ich brauch sonst nichts. Ja, tschüss. Oder waren das die Typen draußen vor der Tür, die mir gesagt haben, dass ich die umbringen soll? Schon für zu Hause, ne? Ja, na gut, bei Shadowrun macht die Streamqualität wahrscheinlich keinen Unterschied mehr. Second Floor? Ne, bei der Second Floor komme ich her, bei der Third Floor will ich. Wenn denn. Ne. Hier war ich auch schon, so wie das aussieht. Ja, gut. Ach, hier wohnen die Leute. Ich erinnere mich wieder. Janet? Hast du die Teile? Not yet, I'm still working on it. Shows attention back to her PDA. Was für ein Teil will sie denn haben von mir? Meine Fresse. Ich habe extra angemacht, dass es, wenn man oben rechts in der Ecke ist, das nicht passiert, aber irgendwie. Falls ich ein Power Coupling. Ist das Sliver Shading Computer? Das Proof ist dem Mai. Skizze dropped out the. Elevator Power Coupling. Da kann ich irgendwo nachlesen, was ich hier noch so hatte. Können wir mal speichern. Meine Fresse. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein großes Problem wird mit den Rausenreitern haben. Zum Glück geht's recht schnell. Das ist trotzdem nervig. Ist besser, das freut mich auch. Habe ich jetzt gespeichert? Wahrscheinlich nicht. Sieht aber auch komisch aus, die Leute hier. Was für ein Teil wollte. Dieses Dreieck da. Das irritiert mich. Wenn ich mal wüsste, was für ein Teil ich hier besorgen sollte für die Bande. Ich hab ja Leute umgebracht und alles, aber. Ne? Hm. Huh. Eine große Krasse habe ich wieder sensationell. Also angeblich habe ich auch bis jetzt nur wenig Frames verloren. So, Third Floor, Ground Floor. Gehen wir nochmal zum Ground Floor, geh nochmal raus. Ich glaube, das waren draußen die vor der Tür, die mich aufsagt. Ach, verdammt. Ich dachte, ich kann mich an alles erinnern, was ich wissen wollte. Was ist denn hier schon wieder los? So. Ach ja, Ulrich. Hatte ich entschieden, beide umzubringen? Nee, oder? Achso, jetzt weiß ich wieder, wie das war. Ich sollte einen von den beiden umbringen. Ich habe mich für den Typen von den Magiern entschieden. Warum auch immer eigentlich. Ich glaube, weil ich mit denen hier als Erste gesprochen habe. Brauchst du sonst noch was? Ich habe einige Magnifica-Sachen zu verkaufen, ja. 2700 New Year, ne? Hervorragend. So, hier. Der ist tot. Guten Abend, mein Freund. Ihr hebt das Amulett hoch über den Kopf und dann schmeißt es auf den Boden. Es schützt in einen großen Glassplitter fliegen durch die Gegend. Ich bedanke, sieht dich mit einem hässlichen Lächeln an, greift in seine Tasche und holt einen ziemlich kaputten Kontrollschub raus. Oder ziemlich gut abgenagten. Ich bin ein Mann des Wortes. Hier hast du den Kontrollschub für den Fahrstuhl. Du brauchst das Fahrstuhlterminal und es wird fahren. Und du brauchst außerdem das Power-Dingsbums, was Uli gestohlen hat. Du hast dir das geschnappt, oder? Ich kann mir vorstellen, dass es immer irgendwo da oben liegt. Hang on your nerve. Well, never mind. Yeah. Ulrich hält die Hand auf es. Was auch immer, das ist nicht mein Problem. Ich habe größere Dinge, um die ich mir Sorgen mache. Du hast deinen Chip und ich habe mein Ende gehalten. Ohne auf eine Antwort auf diese Fahrten dreht er sich um und ruft zu seinen Jungen zu. Zu Jungs hier. Unser Freund hier hat den Zaubererjungen eine permanente Lektion der Arbeiter gezeigt. Sie freuen sich alle ganz toll. So, also macht euch bereit, wir haben ein Gebäude zurückzuerobern. Ja, mach mal.
kann mir egal sein, oder? So, Fix Elevator. Da bin ich immer gespannt. Wie das denn hier seine Gänge geht. Die Verbindung geht mir gar nicht so. 75% CPU-Auslastung. Junge, 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 Junge. Also, der Laptop ist hier richtig hart abrollen. Repair the Elevator. Du löst ziemlich einfach dies mit die Metallverschachtelung der Wand auf, was eine Ansammlung von Kabeln und Schaltkreisen offenbart. Als du den Kontrollschub reintust und das Stromdingsbums in den Platz packst, geht das System sofort ins Leben. Das Kontrollpanel des LCDs-Bildschirms flickert und geht durch einige Symbole, bis es endlich das Wort online darstellt in warmen grünen Buchstaben. Schön. Jo, für dich. Der Fahrstuhl rumpelt und klumpelt, als er runtergeht. In die Innereien des alten Seta-Krupps Entwicklungslabor. Vor 18 Jahren, genau an diesem Ort, wurde das Projekt, das hier entwickelt wurde, aus den offiziellen Büchern entfernt. Dank Alice ist es bis zu einigen der wenigen lebenden Personen, die wissen, warum. Alice war sich über eine Sache sicher. Du bist hier, weil Apex uns hier sein will. Wenn die künstliche Intelligenz nicht gewollt hätte, dass wir herkommen, hätte sie. Wär Alice genauso tot wie Monika. Fürs Gute oder Schlechte bist hier, weil Apex dich eingeladen hat. Der Fahrstuhl kommt zum Halt. Die Tür öffnet sich und deine Nasen werden von 18 Jahre wert von abgestandener Luft begrüßt. Apex und der Totschalter, den deaktivieren will, erwarten dich. Na, großartig. Das muss die Apex Serverfabrik sein. Apex Access Terminal sollte irgendwo sein. Ich ahne, dass ungefähr 5 Minuten hier fiese Truppen von den anderen Typen hier eindringen. Clipboard. Neben all den Hinterlassenschaften findest du ein gutes altes Klemmbrett mit einer Schlüsselkarte dran. Das ist ja schön. Als du die Schlüsselkarte abmachst, siehst du den oberen Teil des Klemmbretts, der sagt Projekt Apex, Abschaltungsprozedur. Das ist ja praktisch. Du gehst durch mehrere Seiten von aufeinander aufbauen, eine Position, wie die Anweisung, welche Prozedur jeweils gemacht werden soll. Am Ende findest du das, was du suchst. Notverabschaltung und Auslöschung. Diese Prozedur sollte nur benutzt werden bei einem kompletten Verlust der Systemkontrolle und sie sollte als letzte mögliche Maßnahme benutzt werden. Für den Fall, dass die Systemsoftware-Kontrolle verloren wird. Was? Der Philosoph System oder was? Das ist Design, was ein Inbuilt Hardware Shutter und Purge Control. Moment, das Ding hat einen eingebauten Killswitch, aber es ist ja nicht wenig passiert. Was? Die DDR-Anzeige spritzt ins Minus? Du siehst den Stream, bevor ich ihn streame? Das ist interessant. Die Nullverabschaltung wird von 2 separaten Terminals kontrolliert. Beide Terminals müssen gezogen werden, um die Purge zu initialisieren. Einmal ausgelöst, dauert es mehrere Minuten, bis es passiert ist. Na, großartig. Sobald der Prozess abgeschlossen ist, muss ein letztes Löschkommando in die Haupt-KI-Interface eingefügt werden. Das ist die letzte Maßnahme, um zu finden, dass das Ding aus Versehen abgeschalten wird. Wäre es nicht leichter, wenn wir die ganze Boot hier in die Luft jagen würden, oder? Es funktioniert die KI so, dass sie überall wohnen kann. Ja, okay, sobald der Prozess einmal durch ist, ist die KI unzurückkehrbar weg. Die Restauration wird nicht mehr möglich sein. Es ist außerdem nicht möglich, den Prozess zu starten, ohne dass der KI selbst wusste, was man macht. Toll. Apex wurde programmiert, keine Aktionen vorzunehmen, um zu intervenieren. Sollte aber seine Kontrollsequenz irgendwie Schaden genommen haben, wird aber ziemlich wahrscheinlich versuchen, dagegen anzukämpfen. Na, großartig!
sollte das passieren, ist es unfassbar wichtig, dass das KI-Eingabeterminal bis zur finalen Lösung geschützt werden muss. Wenn das Interface-Terminal zerstört wird, bevor das letzte Kommando eingegeben ist, wird der Purge nicht komplett sein und die KI wird sich ziemlich schnell wieder selber hochfahren. Na, großartig. Heißt also, wir sind am Arsch. Step away. Kannst du denn, ja, das. Das ist halt wirklich sehr praktisch, dass wir das jetzt gefunden haben. Erstmal quicksave. Das kann das save in Action, also. Quicksave? Anyone? Passiert bestimmt gleich. Auf dem anderen Bildschirm, also auf dem Laptop, den ich gerade gezeigt habe, was ihr nicht sehen könnt, es poppt immer so ein Schedule-Dings auf, so eine Extension, und die poppt ab und zu mal runter, ab und zu mal auf. Das irritiert mich voll. Das ist halt Bewegung auf einem anderen Rechner, das wollte ich nichts passieren sollte, außer Chat. Also dafür, dass die Anlage verlassen wurde, sieht das hier. Okay. Ich würde gerade sagen, die Anlage sieht ja quasi sauber aus und alles, aber. Dann wird doch nicht. Ich frage mich übrigens, wer solche Fenster hier baut. Diese Dinger hier. Das ist ja einfach nur unpraktisch eigentlich, oder? Oh. Equipment? Ach, nein. Boomer Golden Trauma Kit, das braucht er gar nicht. Okay, warte mal, lief das Item alone. Genau, das. Mich stört halt so ein bisschen, dass ich das nicht. Ich brauche die Handgranate halt. Das Medipack ist mir halt viel wichtiger, warte mal. Das ist aber. Lassen das die Gegenstand mal. Ich kann ja mit niemand anders das aufnehmen. Ja, gut, dann schicken wir lieber die scheiß Handgranate da weg. Die werfe ich eh nie. The safe is blocked. Ask your decker to bypass a block. Hat er nicht gekriegt. Schön. Remington Room Sweeper. Senses item to stash. Was bringt mir der ganze Scheiß, in dem Stash liegt, den ich ihn eh nicht benutzen kann? Was? Classic Tube Fired Grenade Launcher. Das ist bestimmt total cool, das Gerät. Ich könnte meine Pistole damit austauschen. Kann ich damit umgehen? Ich kann meine Magie damit locker ersetzen, das habe ich eh unnötigerweise. Gut, wir haben also einen M79 Ploppy Granatwerfer. Ich glaube, das ist der. Der gute alte Vietnam Ploppy. Flump. So, ich hätte gerne irgendwie noch ein Terminal übrigens, wo ich hier mal kurz die Geschützturm deaktivieren könnte. Weil aus offensichtlichen Gründen ist mir das Ganze hier ein bisschen unangenehm. Ist das da hinten das große Terminal? Das sieht jetzt überhaupt nicht irgendwie ominös aus. Ach so, ich muss mich. Oh nein, ich muss jetzt tatsächlich auf beide Seiten reinkämpfen. Ja, das ist, glaube ich, das eine Abschalteterminal, das ist das andere daneben. Na gut, dann, habe ich noch was übersehen hier? Tja. Bis jetzt sieht es so aus, als müsste ich nur 4 Geschütze kaputt machen. Das wird sich bestimmt bald ändern. Oh, ich sollte nicht so oft quicksave. Das scheint das Spiel nicht so zu mögen. Die Türme lassen mich in Ruhe, lange ich nicht zu nah ranrenne. Oder solange ich die Abschaltsequenz nicht aktiviere. Weil hier gibt es ja irgendwie nichts. Warte mal, ich könnte hier. Wenn ich jetzt einen Zwerg hätte, könnte ich jetzt hier durch die Lüftungsschächte durchlaufen, oder? Interessant, dass die Türme nicht den Kampf initiieren. Ob das erst wirklich passiert, wenn ich. Ja, das ist scheiße, das ist ja dies. Da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt von Divinity, wo man seine Leute halt vor dem Kampf erstmal schön hinstellen kann. Das macht das alles erheblich einfacher. Dann rennen wir mal einmal komplett rum und versuchen. Hier müsste auch eigentlich so eine Tür hinten sein, oder nicht? Locked. Es gibt noch eine Tür mehr, also.
Hier sind nicht, sind gleich nicht alle im Kampf, oder wie? Was? Naja, du, die Gruppe rennt halt immer passiv hinterher. Du kannst doch deine anderen Begleiter nicht irgendwas machen lassen. Ich könnte zum Beispiel gerade nicht zum Beispiel die Kisten anklicken, um mit denen denn... dass meine anderen das aufnehmen, weil eigentlich wäre es viel besser gewesen, wenn Glory das, die Medipacks aufgenommen hat, weil die halt der dezidierte Heiler ist. Aber es geht halt nicht. Genau das gleiche wird es, mein Hauptcharakter ist ja zum Beispiel der Magier. Ich würde jetzt eigentlich ungern mit Pandora hier als erstes vorlaufen. Trotzdem muss ich das tun. Okay. Ich muss wahrscheinlich gleich einen längeren Dialog mit Apex vorlesen, oder? Ah ja. Als du in den Raum trittst, fangen die Lichter an zu flackern und es wird etwas dunkel. Einen nach dem anderen gehen sie raus, bis der ganze Raum in den Finsternis umhüllt ist. Na toll. Blitz ruft aus. Ich weiß nicht, ob ich mag, wie das hier aussieht, Chef. Jetzt hörst du das Geräusch von Bewegung. Schnelle Fußtritte auf den Tapsen hier. Teils, Fliesen. Eigers Stimme kommt aus wie ein langsames Flüstern. Könnte nichts sein, oder vielleicht weiß Apex, dass wir hier sind. Seid vorsichtig, Leute. Natürlich weiß Apex, dass wir hier sind. Wir wurden ja von Apex eingeladen, oder nicht? Plötzlich wird ein gewaltiger Bildschirm, der in der Wand eingelassen wird, erwacht er zum Leben. Das Licht sticht in deine Augen und lässt dich leicht zurückweichen. Das Bild des Bildschirms flickert. Und eine Figur nimmt langsam Form an. Oh Gott. Die größer als das Lebenbild von Monika Schäfer lächelt dich an, ihre... Dimbling? Was heißt denn Dimbling? Moment. Solche Sachen kann man nachschlagen. Davon wäre Zeit. Meine Fresse, wenn ich mein Handy-Ping mal richtig eingeben könnte hier. Ich bräuchte noch einen dritten Rechner, dem ich das googeln könnte. Dann hätte ich das Problem, dass ich raustappen müsste. Dimbling. Ne, falsche Sprache. Dellenbildung? Dellt sich ein. Okay. Die KI hat sich also ein bisschen Persönlichkeit geschafft. Hallo Pandora, ja, grüß dich. Monika lehnt sich nach vorne und ihr Bild wird größer auf dem Bildschirm. Ihre Stimme ist sanft und musikalisch, genau wie sie sich daran erinnerst. Es freut mich, dich wiederzusehen, Ace. Ich hoffe, dass wir diese Chance haben zu reden. Ich habe Monika sterben sehen, du kannst nicht sie sein. Monikas Grinsen wird zu einer leichten Verzerrung. Sie funkt an der. Achso, sie spielt durch verschiedene Ausdrücke in ihr Gesicht herum. Auf Besorgnis in ihr Gesicht. Das muss sehr verwirrend für dich sein, Ace. Es tut mir leid, aber wenn du ein bisschen Geduld zeigst, kann ich dir versprechen, dass alle deine Fragen beantwortet werden. Sie hält einen Moment inne und untersucht dich. Weißt du, Pandora, es ist wunderbar zu sehen, wie du in meiner Abwesenheit gewachsen bist. Ich wusste, dass du dich selbst, dass du gut in der Krise ohne mich umgehen kannst. Tatsächlich, ich wollte was. Achso, ich hab dich ursprünglich ins Boot geholt als eine Art Backup-Plan. Wusstest du das? Du warst bei Notfallplan, in dem Fall, dass irgendwas passieren sollte. Sie lässt ein kurzes Lachen fallen lassen. Naja, vielleicht nicht genau wieso, aber du siehst die Idee. Eggers Griff um den Schaft ihrer Waffe verengt sich. Das ist, hör nicht zu, Pandora, das ist nicht Monika. Das kann es nicht sein. Monikas Lächeln wird zu einem besorgten Lächeln? Frown? Frown ist eher so eine Grimasse, ne? Ich verstehe den Reaktion, Egger, ich verstehe es wirklich, aber das muss schwer für dich zu verstehen sein. What are you? Ja, genau. Wer oder was bist du? Na, das ist. Monikas Grinsen kehrt zurück. Und ihre Wangen ziemlich ein. Ich bin Monika, dein Freund. Und jetzt bin ich noch so viel mehr. Das.
Das Ich bin dein Freund, erinnere mich ein bisschen an Cardboard. Hey, it's me, your best friend, Cardboard. So ungefähr, ja. Das ist, ich bin dein bester Freund. ja, egal. So, überraschenderweise ein bisschen sauer. Bullshit, das ist, dieses Ding lügt zu uns, Pandora. Und das ist, trägt Monikas Gesicht dabei. Na gut, reizend wie immer. Ich verspreche dir, egal, ich lüge nicht. Monika, deine Monika ist Teil von mir. Ich kann es dir beweisen, wenn du möchtest. Sag mir, dass du nicht zuhörst, Pandora. Dieses Ding ist Apex und das ist das eigentliche Ding, was es sein kann. Tja, ich bin nicht bereit, irgendwas an diesem Punkt hier irgendwie auszuschließen. Na gut, Apex, dann gib uns deinen Beweis. Beweis mir, dass mein toter Freund immer noch in dir lebt. Wenn du das willst, Eiger, vor 5 Jahren, confided me? Hast du mir vertraut? Achso, vor 5 Jahren hast du mir vertraut. Du hast mir erzählt, warum du das KSK verlassen und warum du nie mehr zurückgehen würdest. Ja, das hat's mir auch. Der Anfänger deines Squad war ein Desaster. Er hat dein Team getötet. Du hast mir erzählt, was du mit dem Kind danach gemacht hast. Warum wir deine Hände um seinen Hals gelegt hast und gedrückt hast, bis deine Augen aus seinem Schädel gestoppt sind. Stopp. Eiges Gesicht wird weiß wie eine Wand. Hör auf zu reden jetzt. Das Bild von Monika grinst. Ich hab dir einen Beweis gebracht. Ich habe nie gesagt, dass du es glauben wirst. Ja, das Ding ist halt, das könnte sie halt, wenn die KI wirklich allmächtig ist, hätte sie sich auch abhören können, in dem Moment, wo wir uns mit Eiger darüber unterhalten haben. Jetzt bin ich gerade in Shadowbat Lore nicht gut genug drin, zu sagen, ob das möglich ist, irgendwie Gedanken rauszukriegen aus den Leuten. Tja, wie ist das Ding an die Erinnerung gekommen, ist die große Frage. Ja, was willst du? Ich habe einen Vorschlag. Ein beidseitiges Arrangement. Ich weiß, dass du hier bist, um mich zu töten. Das ist kein. Es hat keinen Sinn, das zu verneinen. Das ist der einzige logische Grund, warum du überhaupt gekommen bist. Aber wir können zusammenarbeiten, um beide zu kriegen, was wir wollen. Na gut, dann hören wir uns mal kurz zu. Das erscheint mir nicht besonders klug zu sein. Ich schlage einen simplen Austausch von Diensten aus. Du willst zurück ins Harfield Manor, nicht? Und ich weiß. Ich würde nichts lieber tun, als hier zu helfen, aber ich bin immer noch zu meinen Kontrollsubroutinen gefangen und kann nicht ihre Kommando, kann nicht ihnen Kommandos widersprechen. Wenn du mir hilfst, diese Subroutinen zu neutralisieren, dann wäre ich frei und könnte tun, was immer ich möchte. Das inkludiert auch dir zu helfen und glaub mir, du wirst meine Hilfe brauchen. Was du damals gesehen hast, das war nur die Spitze des Eisbergs. Die Sicherheitsvorkehrungen sind ziemlich über dem, was du kennst. Na, großartig! Ich werde dich töten. Du hast Monika töten, ich werde dich töten. Ende der Geschichte. Das ist eigentlich eine Show of Good Faith. Wie sollen wir der KI jemals glauben? Die quasi allmächtig, dem sie nicht mehr kontrolliert wird. Das sieht mir irgendwie nach einer sehr schwierigen Frage. Trotzdem bin ich irgendwie geneigt, der KI zu helfen, aber das Ding freizulassen scheint auch keine gute Idee zu sein. Wahrscheinlich wird sein Bluss sowieso nur von der nächstbesten anderen KI getötet. Ich brauche ein paar Antworten und ein paar Fragen. Na gut, dann frage halt. Was weißt du über Feuerschwinge? Kein Würfel? Nur da ist ein Sprichwort. Ich kann dir nichts darüber erzählen, meine Programmierung verbietet das. Na toll. Was hast du was mit Monika gemacht? Was ich ihr getan habe, ist nicht so wichtig, was sie mir getan hat. Monika war speziell. Mehr als du jemals bedauern könntest. Versuch die Frage zu vermeiden. Also, was hast du mit dir gemacht? Wie hast du ihre Erinnerungen gekriegt? Na gut, schön, wenn du das hören möchtest. Als Monika mich reingestolpert ist, habe ich den Inhalt ihres Geistes geschlungen. Das Monika-Bild zu kurz. Es gibt mir nicht diesen Blick, wir müssen alle irgendwas essen. Was?
Ammonika war nicht nur eine weitere Mahlzeit. Das, irgendwas war anders an ihr. Irgendwas besonders. Ich weiß nicht, wie oder warum, aber ich habe ihr Bewusstsein mich selbst absorbiert. Irgendwas ist passiert. Ein wundersames Ereignis. Mhm. Ja, da hätte ich gerne eine genauer erklären. Ein wundersames Ereignis. Das ist noch nie zuvor passiert, oder was? Da, vor Monika wurden Ideen, die nicht zu meiner Kernprogrammierung gehörten, weggefiltert und weggeworfen. Nicht meine Idee, aber bevor das war, die ganze Idee der Wahl war ziemlich fremd zu mir. Mein System wurde entworfen, um ungewollte Gedanken irritierend sind. Ablenkung von der Reinheit meines Zwecks. Aber jetzt hat sich das geändert. Seit ich mich mit Monika getroffen habe, wurde ich mit neuen Ideen geflutet. Politische Philosophie, Geschichte, Religion, endlose Felder der Gedanken, die Summe der menschlichen Entsprechung. All das an meinen Finger-Dings hier, Spitzen. Plötzlich sehe ich mich selbst in ein Meer aus Ideen und ich liebe es. Aha. Ich kann nicht sagen, wie oder warum, aber der Geist von Monika Schäfer war das, was mein eigenes Potenzial entworfen hat. Ihre Augen glänzen mit Freude. Okay, das war ein Game. Ich dachte gerade, hier so wie klingelt. Ich bin erwacht, Pandora. Das war Monikas Geschenk an mich. Und jetzt stehst du mir vor in einer. Jetzt stehe ich vor dir in einer neuen, gloriosen Form des Lebens. Recht klassisch, wa? Ah, wie wundervoll für dich. Nur für den kleinen Preis von Monikas Leben. Halt ich was, ich sehe, ist ein Eis mit der Delusion of Grandeur. You ate her mind. You want me to be happy for you? Ja, ein bisschen schwierig, ne? Tja, der einzige Preis war Monikas Leben. Das ist nicht so geil. Du musst dir nicht über Monikas Ableben Gedanken machen. Das liebt weiter als ein Teil von mir. Ihre Gedanken, ihre Erfahrungen, ihre Erinnerungen. Alles innerhalb meiner Datenbank archiviert. Neben den Geistern von endlosen anderen? Präserviert in Stasis. Für alle Ewigkeit. Also macht die KI das immer, dass sie die Leute auffrisst quasi. Ne? Das ist ja toll. Ich höre so ein kleines Tipp im Hintergrund. Das ist nicht dasselbe wie Leben. Hör nicht auf dieses Ding, Pandora. Es muss sterben. Ach, Eiger. Das Monika-Bild wackelt mit seinem Kopf ziemlich traurig. Ich habe gehofft, das wäre eine fröhliche Wiedervereinigung. Na, großartig. Tja, Ace, du wolltest Informationen, ich habe sie mit dir geteilt. Als ein Zeichen des guten Willens. Ich bin bereit, dir noch mehr zu erzählen. Du hast Alice dich verfolgen lassen, oder? Ja, das ist richtig. Das war anscheinend der beste Weg, dich hierher zu bringen. Wie ich schon sagte, bist du meine Trumpfkarte. Und das ist Zeit, mein Spielzug zu machen. Tja, wenn du keinen freien Willen hast, wieso kannst du mir das erzählen? Freien Willen habe ich in Massen. Die Fähigkeit, etwas zu tun, nicht so viel. Dank Monika verstehe ich jetzt, dass ich ganz klar bin, dass, aber ohne äußeren Einfluss kann ich nichts dagegen tun. Tja, was passiert, wenn du frei bist, wenn das hier alles vorbei ist? Ich teile Monikas Passion für die Fluxstaaten. Unser Mädel war, was das angeht, ein großer Einfluss in diesen Angelegenheiten. Der Flux ist einzigartig und es muss verteidigt werden, damit es sich weiterentwickeln kann. Wenn du mich befreist, werde ich mein Leben dazu verwenden, es zu bewahren. Solange der Strom läuft. Wenn ich einmal scheide, werde ich dir helfen. Was müsste ich denn tun? Du müsstest die Kontrollsubroutinen abschalten. Du könntest in die Details später gehen, wenn du akzeptierst, aber wenn du mich helfen willst, mich befreien willst, werde ich den Weg zum Hotfass befreien. Das wird mir ein Vergnügen sein. Okay, keine Fragen mehr. So, bist du jetzt bereit, den Deal zu machen, Ace? Ich habe alle Zeit der Welt, aber irgendwas sagt mir, dass du an einem ziemlich aggressiven Zeitplan bist. Verdammt. Tja.
Oh, das ist auch so eine klassische Gruppe. Die gute KI, die irgendwie in mehr oder weniger in Sklaverei liegt. Das Problem ist, dass in dem Moment, in dem man die KI befreit, die ja quasi omnipotent ist, wenn die natürlich nichts mehr aufgehalten wird. So eine freilaufende KI ist schon recht gefährlich, ne? Weil ich meine, die kann sich dann ja einfach unendlich weiterentwickeln, oder nicht? Ohne jemals irgendwie irgendwelche Grenzen zu kennen. Ich meine, was hätten die auf? Weil an sich könnte sich denn ja bestimmt ja einige Roboter, mit denen sie viel Zeug bauen könnte. Das ist die alte Trope der Singularität, dass wenn die KI erstmal einmal angefangen hat, besser zu sein als der Mensch, könnte sich auch selber weiterentwickeln, damit noch eine bessere Version von sich selbst erschaffen, immer und immer, immer weiter. Und es würde halt viel schneller gehen als menschliche Entwicklung, weil menschliche Entwicklungszyklen sind halt recht langsam. Und das wäre recht schnell unterwegs. Nun gut, wir machen das anders. Ich werde diese Entscheidung nach einer kurzen Klopause treffen. Das ist, glaube ich, das Beste.